Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu Teil 2 des kleinen Sanrenmu Passarounds, organisiert von Miro und unterstützt von Dirk Wanger von Messer und Co. Ja, heute das Fixed Knife Sanrenmu 7132 oder auch liebevoll das Horny genannt. Ich weiß nicht, ob die doppelte Bedeutung im Namen Horny Absicht war, möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube mal, es kam hauptsächlich daher, dass ja das Reichknives Hornet als kleines, robustes Fixed Knife irgendwann, ich glaube noch im Frühjahr 2017 auf den Markt kam und Sanrenmu als Hersteller der Reichknives-Serie der Firma Phoenix, also der Messerreihe des Taschenlampenvertreibers, Herstellers, dann gedacht hat, so ein Modell bringen wir auch auf den Markt. Und daraus wurde dann das erste Sanrenmu Fixed Knife namens 7132 UF-GH. Zumindest in der Version, die hier vorliegt. Und das ist das Stück. Kleines, charmantes Neckknife in einer vollkommen überproportionierten Verpackung. Und was ich an der Verpackung ganz, ganz schrecklich finde, das möchte ich euch ganz kurz zeigen, aber es soll ja nicht um die Verpackung gehen, sondern um das Messer. Nichtsdestotrotz möchte ich das erwähnen. Das sind diese Lagen hier. Klar, das Zubehör will irgendwo hin, das Messer auch, aber das Messer ist hier schon nur mit Kraft rauszubekommen. Man hat die ganze Zeit Angst, dass man sich verletzt. Ich werde es auch jetzt nicht wieder dort hinein verfrachten. Ich bin froh, dass ich es da raus habe. Wie gesagt, Zubehör unten drunter. Was das ist, zeige ich euch jetzt im Einzelnen. Das Messer legen wir mal so lange beiseite. Da wäre zum einen die Kunststoff-Kydex-Scheide. Klein, Sandwich-Bauweise. Schnappt ordentlich zu. Hält das Messer ohne Rattern, ohne Ratteln, ohne Spiel. Wirklich gut gemacht. Gefällt mir. Auf der Rückseite Gürteladapter. Dieser ist beliebig einstellbar. Nein, jetzt nicht ganz beliebig. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oder 9 sind es, glaube ich. 9 verschiedene Rastpunkte. Das passt soweit. Ist ganz nett gemacht. Nicht die Welt, zumal ihr seht das schon. Die komplett horizontale Einstellung lässt sich irgendwie nicht vornehmen. Ich habe da immer einen bestimmten Winkel drin. Das klappt dann besser für die vertikale Trageweise. Wobei auch da, ihr seht das vielleicht, die Winkel nicht zu 100% stimmen. Nichtsdestoweniger, gute Sache. Allerdings finde ich das Maß ein bisschen zu schmal. Ich trage die relativ breiten Gürtel von 5-11 und die sind einen Hauch breiter als diese Aufnahme hier. Die hat etwa 40 mm. Ich meine, die Gürtel hätten sogar 50. Habe ich jetzt nicht nachgemessen. Allerdings passt das nicht so ganz. Trotzdem, was ich gut finde, das Messer ist mit 89 Gramm plus, ja, ich schätze nochmal 60, 70 für die Konstruktion, durchaus dazu geeignet, am Riemen des Rucksacks getragen zu werden. Ja, tipp ab, sodass ich da immer schnellen Zugriff habe, wenn ich mal eine kleine Schneidhilfe brauche. Gefällt mir ganz gut. Das Messer gibt es, wie nicht anders zu erwarten, in ganz verschiedenen Ausführungen, in ganz verschiedenen Farben. Es gibt also diese Version mit verschiedenen Griffbeschalungen. Schwarze Klinge, schwarzer Griff, schwarze Klinge, orangener Griff. Dann Stonewash Finish mit Schwarz, mit Coyote, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Optionen da alle verfügbar waren. Allerdings sind es wieder zahlreiche und da sollte für jeden Geschmack was dabei sein. Und es gibt das Messer auch noch in einer nackten Version ohne Griffschalen. Die hat der Miro im Video vorgestellt. Das werde ich auch mal unten verlinken. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Allerdings unterscheidet sich das Messer in einigen wesentlichen Punkten von dem hier gezeigten. Ja, eine Kugelkette ist auch noch dabei.
Die ist ausreichend lang, um das Messer um den Hals zu tragen. Ich bin jetzt kein besonderer Fan von der Trageweise. Allerdings wird das Gesamtpaket ziemlich schlank, wenn ich dann den Adapter entferne. Gut, der kann dann mal beiseite. Typisch für die Chinesen ist dann noch so ein kleiner Fallzettel mit ein paar Informationen zum Messer. Hier seht ihr auch noch ein paar von den Farboptionen. Ganz nett. Hier nochmal die Maße, also ungefähr 17 cm Gesamtlänge, 76 mm Klingenlänge, das sind genau 2,99 Zoll und das hat Sanrenu wahrscheinlich bewusst gemacht, denn mit einer Klingenlänge unter 3 Zoll ist es mir durchaus möglich, in wesentlich mehr Ländern eine Trageerlaubnis und damit Kundschaft zu generieren. 89 Gramm. Der 8CR14 MOV als Stahl und G10 als Griffmaterial bei einer Klingenstärke von 3,5 mm. Die wollen wir dann auch noch kurz überprüfen, ob das so stimmt. Und siehe da, ich darf jetzt nicht verkanten. 3,5, 3,51, 3,52. Das passt soweit. Immer interessant, die Klingenstärke direkt hinter der Phase. Das werde ich jetzt mal wieder versuchen, auch wenn das immer ziemlich kompliziert ist. Um das Stativ und um die Kamera herum. Ich darf nicht zu hoch ansetzen. Etwa 0,6 mm. Das ist für so ein kleines, eher robustes Neckknife gar nicht mal so schlecht. Kann ich ganz gut mit leben. Wir haben einen, ich würde sagen, 2/3 Schliff etwa. Flachschliff, ihr habt es gesehen, 0,6 mm hinter der Phase. Wir haben einen Klingenspiegel. Das Sanrenmo-Logo aufgebracht auf der Rückseite, wie immer diese unsägliche Seriennummer. Einen sehr stark skelettierten Griff, der von zwei Hohlschrauben gehalten, die Griffschalen, die von zwei Hohlschrauben gehalten werden. Das nackte, ganz nackte Neckknife hat kreisrunde Bohrungen, ist komplett schwarz, zumindest in der Version, die Miro vorgestellt hat. Es hat einen voll hochgezogenen Flachschliff und verfügt nicht über die Swedge auf dem Klingenrücken und damit auch nicht um diese beinahe schon, ja, charakteristische Mulde für den Daumen, den Höcker, wie auch immer man das nennen möchte. Das fehlt also komplett. Und wir haben einen komplett hochgezogenen Flachschliff. Das heißt, der flache Teil der Klingenspiegel, der entfällt bei dieser Version. Das erinnerte natürlich, wie dieses hier eigentlich auch, direkt an ein paar andere Neckknives, die man so kennt. Bei dem, was Miro vorgestellt hat mit der Klinge, kam mir das SE Isula direkt in den Sinn. Grundsätzlich bei der Größe, auch wenn es noch einen Zacken kleiner ist, das Enzo Necker, das hat 7 cm Klingenlänge und 16 cm Gesamtlänge. Ich habe meines leider eben nicht gefunden, sonst hätte ich das mal zum Vergleich daneben gelegt. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie viel ich effektive Schneide habe, komme ich auf 7,1, 7,2 cm. Wenn ich gerade messe, ziemlich genau auf 6,9. Die Neckknife-Fans hierzulande dürften doch eventuell schwer davon zu überzeugen sein, jetzt meinetwegen vom Enzo Necker auf den Sanrenmu zu wechseln. Oder wenn sie vor der Wahl stehen, sich das erste Neckknife anzuschaffen, sich für den Sanrenmu zu entscheiden, wenn sie einen Enzo Necker haben können. Das jedenfalls ist so der Gedanke, den ich habe. Selbst in der Version mit Maserbirke und Lederscheide liegt das Enzo Necker bei etwa 50 Euro. Und das Sanrenmu ist aktuell beim Dirk für 35 Euro zu bekommen. Das ist natürlich in der Preisklasse nochmal ein massiver Unterschied, ganz klar. Kann sich ja jeder mal ein Prozent ausrechnen. Und das dann mal auf die höherpreisigen Messer übertragen, was das nochmal für einen Unterschied macht. Allerdings ja, hat das Enzo Necker doch nochmal, das SEI Isula natürlich auch, in der Szene der Messersammler, der Messernutzer, der Outdoor-Begeisterten nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Von daher ist die Situation meiner Meinung nach für das Sanrenmu ein bisschen schwierig. Es gibt Modelle in der Einstiegsklasse, es gibt Modelle in der Mittelklasse und es gibt auch in den höheren Preisklassen definitiv viele Optionen. Und sich da dann so spät noch positionieren zu wollen mit einem Fixed,
Ist nicht ganz einfach. Nichtsdestoweniger halte ich das 7132 oder auch liebevoll Horny genannt, ich darf das nochmal wiederholen, für ein durchaus brauchbares Necki. Dadurch, dass der Griff relativ schnörkellos gebaut ist, wenn ich jetzt locker greife, kriege ich tatsächlich alle vier Finger auf den Griff irgendwie. Greife ich etwas fester, wird das Ganze schnell zum 3,5 Fingermesser. Das ist jetzt nicht tragisch. Auch so kann ich die Aufgaben, die man mit so einem Messer erledigt, definitiv noch prima bewältigen. Allerdings, ja, Necki ist immer nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Darüber müsst ihr euch bewusst sein. Das Ding ist ein Backup oder ein kleiner Alltagshelfer. Das ersetzt ein richtiges Fixed natürlich in keinster Weise. Ja, würde ich es empfehlen. Für 30 bis 35 Euro auf jeden Fall. Ihr bekommt es an Renmu gewohnt. Hervorragende Qualität. Einen super sauberen Anschliff. Ich weiß gar nicht, ob ich den eben im Detail schon mal in die Kamera gehalten habe. Dieser hat jetzt wahrscheinlich von den Vornutzern, ihr seht das vielleicht vorne, vor dem letzten Zentimeter, einen minimal kleinen Dent. Der lässt sich wahrscheinlich problemlos mit dem Wetzstahl wieder rausbringen. Das ist aber auch wirklich nur minimalst. Ansonsten sehr sauberer Anschliff bis vorne zur Spitze. Kriege ich das fokussiert? Ja. Ihr seht es selber. Wirklich ganz prima gemacht. Sehr hübsch mit der Swedge. Hier vorne, wo der Klingenspiegel ausläuft, wird das Ganze dann optisch noch mal ein bisschen stabiler. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Die Rampe hier, man hätte sogar über noch ein kleines Jimping, drei, vier kleine Fräsungen nachdenken können. Ich weiß, viele sind kein Fan von Jimping. Allerdings hätte das dieser Form der Rampe sicher noch prima zu Gesicht gestanden. Ja, alles in allem durchaus brauchbarer kleiner Helfer zu einem sehr, sehr fairen und attraktiven Preis. In einer Verpackung, die meiner Meinung nach nicht besonders durchdacht ist, aber sei es drum. Und das Schöne ist ja, wenn ihr dann beim Dirk bestellt, meistens gibt es noch ein kleines Goodie oben drauf. In dem Fall lag sogar noch ein Feuerstahl dabei. Der ist von den anderen auch nicht benutzt worden. Der ist also noch original verpackt. Das finde ich auch gut so. Kleine persönliche Note, das finde ich richtig klasse. Glückwunsch zu dem guten Eisen. Ich wünsche lange Freude an dem Messer. Hier noch eine kleine Aufmerksamkeit. Ein sehr guter Mischmetall. Mischmetall. Feuerstarter, nicht zu lange in die Funken schauen, wie die funktionieren. Ne? Und diese kleine persönliche Note, die Dirk seinen Sendungen immer noch mitgibt, finde ich wirklich klasse. So erhält man sich definitiv eine treue Kundschaft. Ja, Empfehlung von mir für dieses kleine Eisen, obwohl es viele andere Optionen am Markt gibt, die meiner Meinung nach höchst attraktiv sind. Dennoch ein cooler kleiner Stachel. Zu personalisieren oder direkt halt in den diversen Farben zu bestellen, wie ihr es gerne haben wollt. Von daher definitiv eine Empfehlung. Ich danke euch fürs Reinschauen. Danke nochmal Miro Dirk für die Organisation. Hat wie immer Spaß gemacht, dabei zu sein. Euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.